Hey, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir möchten euch in diesem Video 7 Gründe liefern, warum es toll ist, mit Schülerinnen und Schülern im Unterricht Videos zu drehen. Es ist ein Beitrag zur Divideodaktik, also zur Didaktik des Drehens von Videos im Unterricht. Dazu reichen zum Beispiel für ein Video in Legetechnik Handys oder Tablets, 2 Bücherstapel und eine Acrylglasscheibe aus. Es bietet sich an, die Kinder und Jugendlichen in Dreiergruppen arbeiten zu lassen. Eine Person spricht, eine ist für das Bedienen des Geräts und eine für die Medien zuständig. Erstens. Kennt ihr das 4K-Modell, welches in einem amerikanischen Think Tank entwickelt wurde? Als anzustrebende Kernkompetenzen zum Lernen im 21. Jahrhundert werden dort Kommunikation, Kreativität, kritisches Denken und Kollaboration genannt. 3 dieser 4Ks können mit dem Drehen von Videos im Unterricht zu 100% entwickelt werden. Dem K für Kreativität sind beim Drehen von Videos keine Grenzen gesetzt. Kommunikation und Kollaboration sind nötig, da die Aufgabe, ein Video zu erstellen, so umfangreich ist, dass sie am besten gemeinsam bewältigt werden kann. Je besser die Kommunikation, desto besser wird das Ergebnis ausfallen. Intensive Zusammenarbeit, also Kollaboration, ist für ein gutes Video erforderlich. Inwiefern das K für kritisches Denken entwickelt wird, kann pauschal nicht beantwortet werden, sondern hängt von der Art des Umgangs miteinander und auch dem Inhalt ab. Zweitens, Selbstwirksamkeit zu erleben. Auch an eurer Schule gelten die Fachanforderungen mit ihren 3 Stufen: Kennen, Nennen und Beschreiben als Basis, Verstehen und Begründen und der höchste Anforderungsbereich, Entwickeln. Das Planen und Erstellen der Videos entspricht diesem höchsten Anforderungsbereich. Es ist ein hochkreativer Vorgang, der eure Lernenden ihre Selbstwirksamkeit erleben lässt. Zum Dritten ist die Anschaulichkeit der in Videos beschriebenen Inhalte aufgrund der Audiovisualität besonders hoch und ermöglicht eine doppelte Kodierung. Der Sehsinn und der Hörsinn werden angesprochen und die digitale Technik ermöglicht es zusätzlich, Dinge zum Beispiel extrem vergrößert zu zeigen. Musikeinspielungen und die Verwendung von Geräuschen sind möglich. Habt ihr vom SAMR-Modell gehört? Es liefert viertens ebenfalls sehr gute Gründe. Dr. Ruben Puente-Lura hat es entwickelt. Gefragt wird nach dem möglichen Mehrwert der Digitalisierung im Bildungsbereich. Das S steht für Substitution, also für Ersatz. Ein schulisches Beispiel dafür ist eine Datei statt eines Arbeitsblattes oder ein digitales Schulbuch, welches am Gerät durchgeblättert werden kann. Hier ist noch kein direkter Mehrwert für das Lernen zu vermerken. Vielleicht sogar das Gegenteil, da die Haptik und die Örtlichkeit der Informationen wegfallen. Das A steht für Augmentation, also für Erweiterung. Zum Beispiel ermöglichen die Lautsprecher, dass Vokabeln auf digitalen Karteikarten auch vorgesprochen werden. Das M steht für Modification, also für Veränderung oder auch Abwandlung. Beispiel: Deutsche Kinder treffen sich mit Kindern aus Großbritannien direkt zum Englischlernen im Netz. Das R steht für Redefinition, im Sinne von Neubelegung, also einem neuartigen Lernprozess. Das Drehen von Videos im Unterricht ermöglicht genau diese Neubelegung, da neuartige Anforderungen bzw. Aufgaben im Vergleich zum analogen Unterricht an Schülerinnen und Schüler gestellt werden. Das R des SAMR-Modells kann umgesetzt werden und bietet den größten Mehrwert von digitalem Lernen. Als Beispiele sind die gesamte Aufnahmetechnik und auch die Gestaltung von Karten oder Figuren zu nennen. Zur Wiederholung jetzt nochmal die Begriffe. S für Substitution gleich Ersatz. A für Augmentation gleich Erweiterung. M für Modifikation im Sinne von Veränderung und das R für Redefinition gleich Neubelegung. Fünftens kann auch das Prinzip des individuellen Lernens ausgezeichnet umgesetzt werden, da bei gleichem Ziel die Kinder und Jugendlichen ihre jeweiligen Talente einbringen können. Zum Beispiel eine schöne Stimme, besondere Strukturierungsfähigkeit, vertiefte Fachkenntnisse oder Zeichentalent, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Stärken eurer Schülerinnen und Schüler können gelebt werden. Der Weg zum fertigen Video kann unterschiedlich gestaltet sein und alle können sich mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten einbringen.
Als sechstes kann angeführt werden, dass auf diese Weise die Medienkompetenz eurer Kinder und Jugendlichen gesteigert wird. Die Technik zur Aufnahme der Filme wird erlernt und verfeinert. Die Organisation von Dateien, die Nutzung der Aufnahmegeräte und die Einarbeitung in Schnitt-Apps seien als Beispiele genannt. Nicht zuletzt, und dies ist der siebte Punkt, macht das Konzipieren und Drehen von Videos Spaß und entspricht dem Medienalltag eurer Schülerinnen und Schüler. Die Größe der Entscheidungsfreiräume sollte an die Lerngruppe angepasst werden, um in jedem Fall ein Erfolgserlebnis zu ermöglichen. Je nachdem, welche Fähigkeiten mitgebracht werden, ist es sinnvoll, den Rahmen enger oder weiter zu stecken. Beim engen Rahmen könnt ihr zum Beispiel die Art des Videos, die Materialien und so weiter genau vorgeben. Bei anderen Lerngruppen hat er sich vielleicht fast vollständig aufgelöst und alles ist möglich. Wir fassen zusammen. Das Drehen von Videos im Unterricht macht Spaß, fördert die Medienkompetenz, ermöglicht individuelles Lernen, entwickelt 3 der 4 Ks zum Lernen im 21. Jahrhundert, erhöht die Anschaulichkeit der Lerninhalte ungemein, ist hochkreativ, lässt Kinder und Jugendliche Selbstwirksamkeit erleben und realisiert das R des SAMR-Modells durch neuartige Anforderungen an die Lernenden. Dies war unser Beitrag zur Divideodaktik, also zur Didaktik des Videodrehens im Unterricht. Tausend Dank für eure Aufmerksamkeit.